Und das ist in Deutschland eigentlich verboten. Dieses Video soll keine Werbeveranstaltung sein. Besitzen meistens auch kein Zertifikat auf die Lebensmittel-Echtheit. Und deswegen hoffe ich, dass hier keine Abmahnung bei mir ins Haus flattert. Und hier solltet ihr vorsichtig sein. Willkommen zu diesem neuen Video bei Meat & Great. Habt ihr so eine Pfanne, so oder so ähnlich, jetzt schon ein paar Mal gesehen? Wenn ja, kein Wunder, momentan bewirbt jeder zweite Sternekoch und gefühlt jeder Influencer, der was mit Kochen am Hut hat, eine Pfanne mit so einer Wabenstruktur. Ich möchte in diesem Video deshalb aufklären, kann diese Pfanne wirklich was oder ist das vielleicht einfach nur Abzocke? Was dahinter steckt, seht ihr in diesem Video. Los geht's! Bevor wir zu dem brisantesten Punkt aus diesem Video kommen, klären wir erstmal, was hat es mit dieser Pfanne hier überhaupt auf sich? Wir haben hier eine Edelstahlpfanne, die innenliegend eine Beschichtung hat. Die Pfannen sind aber grundsätzlich alle sehr ähnlich aufgebaut. Ich kann schon mal vorwegnehmen, diese Pfannen, die ihr seht, sind nicht alle dieselben oder die gleichen Pfannen. Es sind aber Pfannen, die alle gleich gebaut sind und gleich vermarktet werden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn wir reden gleich über das Preis-Leistungs-Verhältnis und da wird dem einen oder anderen sicherlich dann etwas bewusst werden, was viele so gar nicht auf dem Schirm haben. Und wir haben hier bei dieser Pfanne meistens einen Edelstahlgriff, der entweder genietet oder verschraubt ist. Ist auch gleich ein wichtiger Punkt. Und dann haben wir hier Edelstahl außen, meistens magnetisch. Warum? Damit diese Pfanne induktionsgeeignet ist. Der innenliegende Stahl ist manchmal auch magnetisch und manchmal nicht. Und das ist auch ein Qualitätskriterium. Das ist jetzt ganz rudimentäres Basiswissen, was man nicht verallgemeinern sollte. Denn magnetischer Edelstahl ist nicht per se schlecht. Wenn man aber weiß, dass diese Pfannen hier alle ausschließlich in Fernost hergestellt werden, haben wir dort zwei gängige Stahlsorten, die verwendet werden. Und das ist ein 304er Edelstahl und ein 430er Edelstahl. Der eine davon ist magnetisch und der andere in der Regel nicht. Es gibt an Edelstahllegierungen wirklich ganz, ganz viele. Und es gibt magnetische Edelstahllegierungen, die richtig, richtig gut sind. Die werden nur für dieses Produkt einfach nicht benutzt. Und deswegen ist es tatsächlich ein Unterschied, wie viele Lagen unterschiedliche Stahlsorten hier verwendet wurden. Denn damit wir das Ganze auf einem Induktionsfeld nutzen können, muss hier diese äußere Schicht Edelstahl magnetisch sein, sonst würde es nicht funktionieren. Die innere Schicht ist aber im Idealfall nicht magnetisch, weil wir dann weniger Korrosionsfähigkeit dieses Materials haben. Und darunter brauchen wir noch, also eigentlich dazwischen, zwischen dem magnetischen und dem nicht magnetischen Edelstahl, brauchen wir noch eine Schicht an Material, die sehr gut Wärme leitet und speichert, damit wir hier entsprechend auch Fleisch gut drin anbraten können. Daneben gibt es noch einen sehr wichtigen Punkt, kommen aber noch im Laufe des Videos zu sprechen. Das einfach jetzt mal als kurzer schematischer Aufbau dieser Pfanne. Wir haben ein dreilagiges Material, außen einen magnetischen Edelstahl, in der Mitte einen Kern, meistens aus Kupfer oder aus einem anderen wärmeleitenden Material und da drin dann wieder Edelstahl, manchmal magnetisch, manchmal nicht magnetisch, sehen wir schon den ersten Unterschied. Und dieser Edelstahl ist unterbrochen durch eine Beschichtung. Bedeutet, hier diese Wabenstruktur, die wir sehen, sind letztendlich einzelne Edelstahlstreifen, die diese Beschichtung davor schützen, dass die nicht zerkratzt, weil der Edelstahl höher liegt als die Beschichtung selber. Und dadurch haben wir diesen Anti-Haft-Effekt und trotzdem die Möglichkeit, mit metallenen Gegenständen in die Pfanne zu gehen, damit diese Beschichtung möglichst lange hält. Und da muss ich sagen, das hört sich genial an. Als ich diese Werbung das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, oh wow, wenn das wirklich so funktioniert, sehr interessant. Habe mich aber auch gefragt, was ist denn mit diesen ganzen Edelstahlrillen? Bleibt da nicht was dran kleben? Und deswegen habe ich mir gedacht, bestelle ich mir einfach mal ein paar, wie ihr hier seht, und versuche die mal zu testen. Und dabei bin ich natürlich auch dahinter gekommen, wie und wo diese Pfannen hier produziert werden. Und bevor wir das jetzt im Laufe des Videos aufklären, einmal kurz der Disclaimer vorab. Alle Aussagen hier beziehen sich auf keine Marken, auf keinen Hersteller, auf keinen Influencer oder irgendeine Person, die ich gerade irgendwie erwähnt haben könnte oder die im Titel oder im Thumbnail sonst irgendwie steht, sondern es ist ganz pauschal ausgesagt und deswegen hoffe ich, dass hier keine Abmahnung bei mir ins Haus flattert. Kommen wir jetzt nämlich auf den Preis und das Geschäftsmodell an sich zu sprechen. Denn so eine Pfanne hier in der Größe 28 cm ist immer wichtig, das zu beachten und die gleiche Größe miteinander zu vergleichen, kostet ca. 80 Euro. Die Preise schwanken aber sehr stark zwischen 60 Euro im günstigsten Fall und 180 Euro im teuersten Fall für
dieselbe Technik, die wir ja eben geklärt haben, von Pfanne. Sind die Materialunterschiede so groß? Ich habe mir diese Pfannen tatsächlich bestellt und auch wieder zurückgeschickt, weil ich Angst hatte, wenn ich die im Video benutze, dann kann ich dieses Video hier nicht hochladen. Ich kann euch aber sagen, die Unterschiede sind nicht wirklich vorhanden gewesen. Wie kommt es jetzt zu diesem Preisunterschied? Das hat immer mehrere Gründe. Ein Grund ist natürlich die Preispolitik, heißt, wo will ich mein Produkt ansiedeln? Man kennt das vielleicht aus der Modewelt. Ja, ein T-Shirt kostet in der Herstellung beim einen Hersteller 10 Euro, beim anderen Hersteller auch. Und der eine bepreist es mit 100 Euro und der andere mit 30 Euro. Und genauso läuft das hier auch mit den Pfannen. Der viel wichtigere Punkt ist allerdings, ist diese Pfanne denn, wenn sie jetzt im Durchschnitt 80 Euro kostet bei den meisten Anbietern, diese 80 Euro für eine Pfanne auch wert? Weil für mein Preisverständnis muss ich sagen, 80 Euro für eine sehr gute Pfanne ist ein vernünftiger Preis. Ich bin durchaus bereit, 80 Euro für eine gute Pfanne auszugeben, wenn die nachher auch hält, was sie verspricht. Ich will aber natürlich auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und hier kommen wir jetzt auf einen Punkt zu sprechen, der im Bereich des Online-Shoppings immer vernachlässigt wird. Und das ist der generelle Bereich E-Commerce und die Bepreisung im E-Commerce-Bereich. Denn viele gehen davon aus, stationär zu kaufen, ist in der Regel teurer, weil ich ja dort ganz viele Kostenpunkte habe, die ein Online-Händler nicht haben muss. Wenn aber ein Online-Händler ein eigenes Produkt an den Mann bringen möchte, was er günstig einkauft und dann für einen gewissen Preis wieder verkaufen möchte, dann muss der für Online-Werbeanzeigen verdammt viel Geld ausgeben. Und wenn wir mal ehrlich sind, diese Pfannen, wie habt ihr die gefunden? Entweder durch eine Online-Werbeanzeige, wo euch diese Pfanne vorgestellt wurde, oder durch ein Video eines Influencers, der dafür bezahlt wird. Und auch das muss natürlich die Firma, die dann solche Pfannen hier verkauft, ob sie die wirklich selber herstellt oder eben herstellen lässt, steht nochmal auf einem anderen Papier, in den Preis für die Pfanne einkalkulieren und das zahlen wir mit. Und es gibt viele E-Commerce-Unternehmen, die eben mit diesen klassischen Werbeanzeigen und Kooperationen mit YouTubern sehr groß und bekannt geworden sind und sehr schnell von den Umsätzen her sehr hoch skalieren, die bis zu 70%, teilweise 80% des Preises für ihr Produkt für Werbung ausgeben. Und dann muss man überlegen, was ist denn das Produkt dann eigentlich wert? Wenn ich auf das Produkt ohne Werbung aufmerksam geworden wäre, könnte man es mir doch viel günstiger verkaufen, oder nicht? Ja, kann man, kommen wir am Ende des Videos zu. Wir kommen nämlich jetzt erstmal dazu, wie gut diese Pfannen hier überhaupt in meinem Test abgeschnitten haben. Wie gesagt, ich habe mir etliche bestellt. Ich habe jetzt hier noch ein paar stehen. Das sind allerdings jetzt No-Name-Produkte, die sind also noch nicht gebrandet, sind aber dieselben Produkte, die ihr hier und da schon mal gesehen haben werdet. Ein paar kleine Unterschiede haben wir eben schon angesprochen und zwar sind das hier an dem Griff entweder Nieten oder wir haben an dem Griff Schrauben. Ich persönlich würde sagen, Schrauben sind hier wertiger, weil so Nieten, die können, je nachdem wie schwer ich die belaste, sich irgendwann mal lockern und wenn die locker sind, dann ist die Pfanne letztendlich hinüber. Wenn ich hier Schrauben habe und die werden locker, kann ich die wieder anziehen und die Pfanne ist dann nicht hinüber. Dazu kommt, wie gesagt, die Edelstahllegierung, die verwendet wurde und das ist total problematisch, denn die kann ich eigentlich nicht selber prüfen und herausfinden. Ich könnte jetzt hier ein Magnet dran halten, da ich aber hier innen drin nicht mehr viel Edelstahl habe, sondern nur dieses bisschen, ist die Frage, ob der Magnet wirklich dieses bisschen Edelstahl nachher spürt oder vielleicht dann doch den Edelstahl darunter. Also wirklich feststellen kann ich selber nicht. Hier bleibt der Kauf am Ende dann Vertrauenssache, was die Edelstahllegierung angeht. Was den Kern im Inneren angeht, sind zwei Faktoren wichtig. Einerseits, wie gleichmäßig ist dieser Kern hier im Pfannenboden, weil wenn er natürlich an einer Stelle besonders dick ist und an einer Stelle sehr dünn, dann habe ich hier vielleicht ein schönes Branding und an einer anderen Stelle einfach nicht und das sollte es nicht sein. Zudem kann die Pfanne sich natürlich auch unschön verformen. Und der zweite wichtige Aspekt, das ist die Materialstärke. Wie dick ist die Pfanne an sich? Und da waren alle Pfannen relativ dünn. Und zwar so dünn, dass ich kein Steak da drin wirklich vernünftig braten konnte. Bedeutet, ja, es geht schon irgendwie, aber es war nicht schön. Es war nicht angenehm und mit nur einer minimalen Verdickung des Materials hätte man das deutlich besser machen können. Dann hätte man aber natürlich auch in der Produktion wieder mehr für die Pfanne ausgeben müssen, was nachher wieder bedeutet, entweder habe ich weniger Geld für Werbebudget oder ich muss die Pfanne teurer machen. Dann habe ich aber meine Konkurrenten, die halt dieselbe Menge an Werbebudget ausgeben und die Leute verstehen diesen kleinen Unterschied in der Regel ja eh nicht.
außer man kann sie in solchen Videos hier einfach gut vermitteln. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr seht, ich hatte einige Verbesserungsvorschläge für eine solche Pfanne, also habe ich das direkt in die Tat umgesetzt. Ein wichtiger Punkt auch noch, ihr seht jetzt hier einen Prototypen, also letztendlich eine Pfanne, wie es sie so auch auf dem Markt gibt. Und hier seht ihr, die Beschichtung geht nicht bis ganz nach oben. Das finde ich geht gar nicht, weil letztendlich brennt mir dann hier oben alles ein und dann ist das hier oben irgendwann wirklich so schwarz verfärbt, wie man das so von alten Edelstahlpfannen vielleicht noch von der Oma kennt. Ich kenne das von meiner Oma und da habe ich gesagt, wenn ich schon eine beschichtete Pfanne habe, dann will ich das nicht, dann soll die Beschichtung auch bis ganz nach oben gehen. Und deswegen haben wir jetzt hier eine Pfanne, die erstens einen dickeren Boden hat, was bedeutet, dass die Pfanne im Gesamten dicker ist. Denn der Boden und die Seitenwände sind gleich dick. Wir haben hier aber wirklich ein um 30% dickeres Material. Wir haben einen sehr gleichmäßigen Kern unten im Pfannenboden drin, wodurch wir die Verformung der Pfanne größtmöglich verhindern können. Versteht das auch bitte richtig, denn so eine Pfanne ist ja mit der Beschichtung bis maximal 270 Grad Celsius erhitzbar. Mit ein bisschen Puffer sollte man eher auf 250 Grad gehen. Ansonsten wird so eine Beschichtung immer beschädigt. Das ist bei jeder beschichteten Pfanne so der Fall. Und wenn ich die jetzt auf 500 Grad bringe auf meinem Grill, was ich theoretisch könnte, aber nicht machen sollte, dann kann sich das Material natürlich noch stärker ausformen bzw. verformen, als es hier geplant ist. Was mir aber auch ganz wichtig war, ist, das Material dehnt sich bei Erhitzung so oder so aus. Und wir hatten bei diesen Pfannen hier mit dieser Materialstärke ganz häufig das Problem, dass der Pfannenboden letztendlich so sich geformt hat wie ein kleiner Wok. Und wenn man das Ganze dann auf dem Herd benutzt hat, dann hat diese Pfanne sich plötzlich, ihr seht das, die Pfanne, wenn ich die hier am Griff anstupse, bleibt die relativ schnell stehen, die dreht sich nicht wie so ein Ei. Wenn ich jetzt aber hier so eine etwas dünnere Pfanne, das hier ist die erste, man merkt es auch direkt am Gewichtsunterschied. Das hier ist die etwas dickere, da sieht man auch direkt, wie plan und flach die aufliegt. Das hier ist die etwas dünnere. Ups, und hier seht ihr es direkt, ja, die dreht sich einfach weiter. Wir haben hier letztendlich ein Ei unten drin, wir haben einen Wok und keine Pfanne mehr. Und das ist das Problem, was bei vielen Pfannen entstanden ist, geschuldet vor allem der Materialstärke. Und den zweiten Punkt, den wir optimiert haben, der Pfannenboden ist minimal nach innen gewölbt, sodass, wenn das Material sich ausdehnt, die Pfanne trotzdem nicht irgendwann kugelrund wird und sich dreht, sondern maximal plan wird und trotzdem noch auf einem Induktionsherd funktioniert. Wichtig aber dazu zu wissen, macht man die einfach viel zu heiß, funktioniert das natürlich auch nicht mehr. Worauf möchte ich mit diesem Video jetzt also hinaus? Halten wir fest, diese Pfannen sind vom Grundgedanken, vom Prinzip her, echt cool. Eine beschichtete Pfanne, die nicht zerkratzt, besonders langlebig ist und die aus Edelstahl besteht, auf einem Grill verwendbar ist bis zu einer gewissen Temperatur und, wie ich finde, auch noch echt gut aussieht und das zu einem fairen Preis, das kann man machen. Aber die Pfannen, so wie sie aktuell angeboten werden bzw. wurden, haben einfach nicht all diese Kriterien so erfüllt, wie ich das gerne hätte und das auch noch zu einem Preis, den sie nicht unbedingt kosten müssen. Ob sie das nachher wert sind, muss jeder für sich selber entscheiden, aber es geht günstiger. Und zwar geht es günstiger trotz mehr Materialstärke und der ein oder anderen Varianz und Option und zusätzlichen Feature. Lange Rede, kurzer Sinn, eine 28 cm Edelstahlpfanne, so wie ihr die jetzt hier seht, kostet in der Regel 80 Euro. Jetzt habe ich mir gesagt, okay, das müssen wir deutlich günstiger machen und kriegen wir auch deutlich günstiger hin, indem wir uns Werbebudget aus der Bepreisung heraussparen. Also können wir diese Pfanne anbieten nachher final für 49,99, also 50 Euro. 50 Euro für so eine Pfanne, ca. 40% Rabatt, ist ja schon mal sehr geil. Aber es geht noch besser, denn diese Pfanne haben wir jetzt optimiert. In einigen Monaten an Arbeit, so ein paar wirklich große Fans aus der Community wissen auch schon, dass es die Pfanne schon ein bisschen länger gibt, denn wir haben die schon auf der Website und sehr, sehr viele sind schon große Fans dieser Pfanne geworden für den Preispunkt von 50 Euro. Ich habe allerdings bisher noch kein Video darüber gemacht und alle haben immer gefragt, wann kommt endlich das Video zu diesen Pfannen? Hier ist es und mit diesem Video möchte ich euch nochmal on top einen Rabatt mitgeben. Warum? Nicht, weil ich sage, da ist noch so viel Platz für einen Rabatt, sondern weil ich sage, diese Pfanne geht mit Sicherheit noch besser. Allerdings brauche ich dafür eure Hilfe. Bedeutet, je mehr Feedbacks wir zu dieser Pfanne bekommen, positive, negative, einfach Erfahrungsberichte, wie ihr mit dieser Pfanne umgeht, wie lange die gehalten habt, wo es vielleicht hier und da noch etwas gibt, was ihr benötigen könnt. Dann können wir diese Pfanne in einer 2.0-Variante nochmal optimieren.
Das Geld, was ihr dann in diese Pfanne investiert habt, hilft uns, die neuen Pfannen zu entwickeln und zu produzieren. Und als Dankeschön dafür, dass ihr mitgeholfen habt und das Ganze supportet habt durch den Kauf dieser Pfanne, bekommt ihr für die 2.0-Variante nochmal wieder einen Rabatt. Und wir werden dann eine gesamte Serie an Pfannen auf den Markt bringen. Denn es gibt ja nicht nur 28 cm Pfannen, sondern vielleicht auch 24 cm Pfannen. Oder vielleicht so eine Art Wok. Oder vielleicht auch hier eine solche Frittierpfanne. Oder. Auch das wollen wir natürlich von euch wissen. Was würdet ihr haben wollen? Was würdet ihr brauchen? Einen ganz wichtigen Aspekt habe ich jetzt noch zum Abschluss des Videos. Denn ich habe ja eben schon gesagt, diese Pfannen werden in Fernost produziert. Bedeutet das, dass die Materialqualität grundsätzlich nicht gut sein kann? Nein. In der Grillbranche ist es üblich, dass 99% aller Produkte und aller Bauteile in Fernost produziert werden, selbst wenn die woanders zusammengesetzt werden. Es gibt den einen oder anderen Hersteller, der vielleicht in Kanada oder den USA produziert oder vielleicht auch teilweise in Deutschland produziert, aber die meisten Sachen werden zugekauft. Und da ist es immer eine Frage davon, welche Vorgaben gebe ich der Produktion in China, wie ist meine Qualitätskontrolle während der Produktion und nach der Produktion. Und das ist etwas, wo ich euch zusichern kann, bei dieser Pfanne haben wir jemanden vor Ort, der dort vor Ort die Qualitätskontrolle macht. Und wir haben für diese Pfanne auch noch natürlich ein Zertifikat, dass die wirklich lebensmittelecht ist. Sowohl für jedes einzelne Material, was verwendet wurde, als auch für dieses Produkt als Pfanne an sich. Und hier solltet ihr vorsichtig sein, denn die meisten Pfannen, die irgendwo im Umlauf sind, die vielleicht auch ein bisschen günstiger sind, weil irgendwelche Firmen versuchen, ohne Werbung einfach nur ein bisschen daran mitzuprofitieren, dass andere Werbung machen für die Pfannen und die Leute dann gucken, wo kriege ich so eine ähnliche Pfanne günstiger. Die meisten Pfannen sind erstens schlechter verarbeitet, zweitens von der Materialqualität und Materialstärke vielleicht sogar noch dünner und minderwertiger und drittens besitzen meistens auch kein Zertifikat auf die Lebensmittelechtheit. Und das ist in Deutschland eigentlich verboten und darf so gar nicht verkauft werden. Ich weiß aber leider, dadurch, dass ich mittlerweile ja auch ein bisschen Erfahrung sammeln konnte, viele dieser Produkte gehen auch so ohne Zertifikat durch den Zoll. Und deswegen kann ich euch nicht empfehlen, eine Pfanne, die vielleicht auch bei irgendeinem Reseller 40, 50 Euro kostet, zu kaufen, ohne dass ihr wisst, von wem die kommt und ohne dass ihr euch vergewissert habt, wie die Verarbeitung, das Material und natürlich auch die Zertifizierung einer solchen Pfanne ist. All das hat natürlich seinen Preis und seinen Wert, haben wir hier aber schon in diese Pfanne mit eingepreist und das jetzt für einen Verkaufspreis von 40 Euro. Da könnt ihr euch selber überlegen, ob da für uns noch viel hängen bleibt. Zumindest ein bisschen was, damit wir die Pfanne 2.0 produzieren können, wenn ihr das wollt. Wenn ihr sagt, die Pfanne ist für mich nicht interessant, dann lasst ihr es eben. Dieses Video soll keine Werbeveranstaltung sein. Ich weiß, dass der ein oder andere das sicherlich in den falschen Hals bekommt und das vielleicht unterstellt. Ich weiß aber auch, dass der Großteil der Community das hier zu schätzen weiß und auch weiß, dass ich es ehrlich meine, wenn ich sage, das war nicht meine Intention, sondern die Idee des Produktes fand ich einfach genial. Die Umsetzung fand ich nicht so gut und ich weiß, dass wir als Community das besser umsetzen können und das auch noch zu einem besseren Preis. Und wenn ihr darauf Bock habt, das zu unterstützen, lasst auf jeden Fall ein Abo für den Kanal da, einen Daumen nach oben für dieses Video und schaut mal unten in die Videobeschreibung auf die Links und dann können wir zu allem Möglichen, was euch interessiert, sowas umsetzen. Wenn ihr also keinen Bock habt, mehr Geld zu bezahlen, damit euch irgendwelche Firmen über Werbeanzeigen dazu verlocken, bei denen zu kaufen, dann können wir gucken, dass es für wirklich gute Produkte, die es wert sind, diese Produkte auf den Markt bringen, zu einem deutlich besseren Preispunkt und mit dem ein oder anderen Feature, was dann eben die beworbenen Produkte vielleicht nicht bieten können. In diesem Sinne bin ich für heute raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.